Hallo! Schön. Wir haben heute im Programm. Leckere Sachen. Japanische leckere Sachen. Panda-Bären. Dinge. Ja. Ungesunde Dinge. Wir fangen an mit leckeren Sachen. Burger gibt's auch. Willkommen in der Raumzeitlabor Versuchsküche. Ja. Das sieht schon mal schön nicht aus. Ganz überlebt. Hier ist nochmal der, das ist der Becher, den brauchen wir unbedingt. Ich fixe das mal jetzt. Das gibt's erstmal hier. Dinge, die man rauszieht, die eklige Würste ergeben. Mmh. So, das ist wieder wie neu. Auch wieder Hightech-Werkzeug dabei. Wir gehen streng nach Anleitung vor. Ihr seht die Anleitung hier etwa. Da, das ist die Anleitung. Es gibt eine Tüte 1. Ja. Es gibt eine Tüte bunt. Ja. Und es gibt noch eine dritte Tüte, von der wir keine Ahnung haben, was sie ist. Ich hole die jetzt vor, bevor wir jetzt stehen. Von meiner Schere. Ah, die Tüte kommt erst bei Tüte. Okay, Tüte 1. Aufmachen. Und ins Runde rein. Ins Runde. Oh, du musst da genau arbeiten. Yeah. Mann, oh Mann. Jetzt haben wir hier original zertifiziertes Wasser. Davon musst du 4-mal dieses Ding voll machen und da rein. Okay, das ist anstrengend. Und ich rühre in der Zwischenzeit. Oh nee, ich habe schon Alkohol getrunken. Das hilft. Ja. Mach du weiter, ja. Ich habe hier nur was geguckt. So. Ich rühre. Okay. Und 4. 4. Mmh. Boah, es riecht auch schon. Vielleicht können wir unseren Zuschauern mal beschreiben, was wir riechen. Künstlichen Apfel, würde ich sagen, ne? Das ist ein fruchtiges Bouquet. Ja, sehr, sehr blumig im Abgang. Oh, so ein altes Kaugummi. Oh, so eins, was man unter der Schulbank findet. Ungefähr das. Was tut ihr? So. Dinge. Das, so, jetzt sitzt die zweite Tüte, das ist die rosa Tüte. Die rosa Tüte, die ist sehr schön. Rosa Tüte. Die muss jetzt in das andere Ding, was so unregelmäßig geformt ist, rein. Das ist ein Blümchen, oder? Und da muss dann eine Portion Wasser dazu. Oh Gott. Ach toll, alles weiß und irgendwie wird alles bunt. Ja, das wird rosa hier, oder? Das sieht man schon. Okay, ein Wasserding. Das arbeitet genau. Ich hab's nicht drauf heute. So. Sehr gut. Oh, guck mal, das hat sogar einen Ausschuss. Es schäumt, und zwar richtig. Oh, oh mein Gott. Dann halt das mal in die Kamera. Also wir haben jetzt hier irgendwie Instant PU-Schaum bekommen. Es ist interessant. Es ist so ein Schaum geworden. Es schäumt auch noch immer mehr. Also das ist ja ganz schlimm. Lass den Löffel da mal drin stecken, weil, ja. Der wird dann aber aufgefressen, glaube ich. Was jetzt ganz wichtig ist, also wie man hier an diesem Bild erkennt, dieses spiegelt ein bisschen hier. Aber man sieht, wir haben hier nämlich auch noch einen Strohhalm mitgeliefert bekommen. Und dieser Strohhalm hat hier, da eine Knickstelle. Und die müssen wir knicken. Ja, genau nach Anleitung. So, muss 90 Grad exakt sein. Das ist aber mehr als 90 Grad. Also, vielleicht müssen noch so Lücke, weil du hast halt. Jetzt steckt man ihn da rein. In das Grün. So. Und jetzt gibt es noch die letzte Packung. Diese letzte Packung muss jetzt irgendwie da reinleeren und währenddessen muss man irgendwie den hochziehen. Mit einem rosanen Pfeil. Ja, du leerst das jetzt auf meinen Ding da und. Ich muss mehr rauslernen.
Genau so. Weiter. Boah. So. Oh, halt das fertig ist die japanische Spezialität. Hier. So soll das aussehen später mal. Oh. Man erkennt die bunten Teile. Ja, hier. Schön. Elegant. Das ist so eine Alge aus dem Meer. Und jetzt legt man das gleich auf den Teller ab. Wenn man das wäre. Ich mach auch Testen. So. Oh, wir haben eine Testperson. Wo ist denn die andere? Wo ist denn die andere? Ich weiß nicht, was muss ich machen? Nee, man legt das jetzt, glaube ich, irgendwie hier hin und mach's weiter. Ja, du musst es aber erst noch da rein. Du hast ja noch mehr Pulver. Ja, das ist jetzt... Achso, wir machen erstmal... Wir machen jetzt einfach. Ja, das war jetzt nicht so gut. Molekularküche. Ja, das ist Molekularküche auf Japanisch. So, das ist gut. So muss das aussehen. Also muss mir mehr drauf machen und dann... Irgendwie so. Whatever. Mach mal mehr drauf. Ja, so. Jetzt hochziehen. Ja, so ist das perfekt. Ach ja, ist das schön. Ja, so sieht das aus. Fantastisch. So. Einsatz für dringend mal zaubern. Was habt ihr eigentlich davon, für den 3D-Drucker einen Griff zu bauen? So. Also Bockgriff oder zum Wegschmeißen? Ja, genau, so geiles Teil. Ja, dann kann man ihn besser zum Garten kommen. Aber tut mir gefallen, bitte nicht im Pink. Ich bin verkauft. Scheiße. Recht hat der Kuh halt auch noch gar keine Gabel. Wir haben eine Gabel mitgeliefert bekommen. Man will das ja auch gemeinsam genießen. Gleichzeitig. So. Ja. So. Widerlich. Es trocknet vor allen Dingen sehr schön an, finde ich. Ja. So kippen vielleicht? Ups, hier. Auch motorisch gar nicht so leicht zu lösen, war das Problem. So ein runden Ding, oder? Den habe ich ein bisschen verpackt hier. Komm raus. So. Das ist deine Portion. Mehr Haufen. Also, das ist ein geschmeckter Packhaufen. So. Legen wir auch hier hin. Das ist ein Wimpel, da können wir noch das RCL-Logo einlesen. Ja. Man könnte das ganze Ding mit dem Laser noch auf jeden Fall verbessern. So. Schlechter, wenn es gekommen ist. Also, eigentlich, also, ist das schön. Das ist schon schön. Ach, dieses fachmännische Werkzeug hier. Dieser pinke. Der wirft auch lustig die Bug-Outputs raus. Wer ist denn da noch drin? Viel. Oh mein Gott. Ja, genau. Kommt dann jedes Mal die Message, wenn du ein, das Alter-Device öffnest und schließt. Sehr hübsch. Habt ihr schon probiert? Nee. Wir sind noch am es ist noch nicht produzieren. Das ist das Nebenkommen. Genau deswegen ist es noch nicht fertig. Das kommt dann da aus dem Boden. Ja, genau. Oder was? Ah ja, man kriegt noch Soße. Ja, ja. Das ist immer mehr Soße. Ja, okay. Wer ja, von euch beiden hat sich im Audioladen Das kommt direkt aus Japan. Direkt importiert, sowas kriegst du hier nicht. Das ist lebensmittelrechtlich verboten. Ja, ich glaube auch. Das ist sehr so. Ich kann man seine Feinde mit Also wenn er gut gebaut ist, soll man bis zu 300 nicht bleiben können. Ja, aber da muss schon wirklich dann noch einen rausziehen. Haufen. Haben wir noch eins? Ja.
Einer geht noch. Wir haben hier noch grüne Soße. Dann fährst du ihn, wenn es nötig ist. Alles drauf. So, Scotty-mäßig. Ja, ich will das einfach rum. Da muss man sich schon ein bisschen geben mit Spannung und so. Wunderschön. Ja, das ist einfach hier so. Ne? Also, ja. Ein Klopp. Jetzt würde ich sagen, Verteilmal ist ja auch schon drauf, ja, oder? Das ist geil. Wir müssen die Anwendung machen. Also hier sehen wir jetzt unsere Stufe, wie wir momentan sind. Wir haben blaues Zeug. Ist das schön? Es ist natürlich. Blaues Glibber. Und jetzt ist, ja, den blauen Glibber isst man jetzt mit dem rosa Bauschaum. Machen wir. Oh, das sieht so schön aus. Also dieser Schaum ist auch toll. Ja, der wird vor allen Dingen immer schöner. Der ist voll fluffig schon jetzt. Ja. So stelle ich mir Flausch vor. Ja, ich mir auch. Mm. Das freut die Ponyfans, ne? Rosa, Flausch, rosa Flausch. Künstlich rosa Flausch. Mm. Das sind keine Rentenversicherung mehr. So, Essen ist fertig. Essen! Wer will? Ich probier's. Lecker Abendessen. So. Die haben, glaube ich, nur nicht mehr Gabeln. So, bitte dein Gesicht in die Kamera. Ja, also bitte erklären dabei, was ihr schmeckt. Unser Kamerakind Silcher. Du kriegst dann auch so einen bunten Rahmen. Kaugummi süß, hat ein bisschen was von Hubba Hubba. Ja, generell schmeckt schon nach wie Hubba Hubba durch den Mixer gedreht mit Schaum. Nee, ist lecker. Ich wage mich direkt mal an so einen riesen Kugel. Boah. Oh ja, warte, ja. Ich Disclaimer, helfen. Ich mag eigentlich keine süßen Sachen. Ja, das schon. So ein bisschen Bier nachspülen. Die Konsistenz ist auch, also. Wie diese Fußlutscher, die man in die Teile reinschiebt. Kamera, Kind Silcher. Komm, das ist bestimmt gesünder als schlimmer, Philipp. Na, geh weg. Iss. Mund auf. Nope. Komm. Nope. Macht schön.